Mein Name ist Jan Tunder, ich bin 21 Jahre alt, mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik in der Nordsee in Emden. Ich bin seit 2018 dabei und das macht mir sehr viel Spaß. Die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik teilt sich in zwei Parts auf, einmal Theorie und einmal Praxis. Die Theorie wird in der BBS in Kloppenburg vollzogen. Im ersten Ausbildungsjahr ist es so, dass man 2 Tage zur Schule geht und 3 Tage im Betrieb hier in der Nordseehalle ist. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr ist es so, dass man 1 Tag in Kloppenburg ist und 4 Tage hier in der Nordseehalle in Emden. In der Ausbildung ist es so, dass man eine Zwischenprüfung hat, die ist nach 1,5 Jahren und eine Abschlussprüfung, die ist nach 3 Jahren. Da gibt es einen Theorie- und einen Praxisteil, da plant man sein eigenes Event und stellt das dann dementsprechend vor in der Schule. Die Aufgaben in der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik sind sehr vielfältig. Dazu gehören im Bereich Licht, Ton, Video und Regeln und Bühne, die man in jedem Bereich, in jedem Gewerk selber plant und strukturiert. Das Ganze baut man selber auf, führt man selber durch. Es ist sehr interessant hier, weil wir sehr viele verschiedene Veranstaltungen haben. Dazu gehört der Klassikbereich, dazu gehören Konzerte, dazu gehören auch Partyveranstaltungen. Zum Beispiel im vergangenen Jahr hatten wir die Mallorca-Party, da konnten wir uns als Auszubildende sehr gut einbringen. Da haben wir uns ein eigenes Lichtkonzept überlegt und entwickelt, das Ganze dann aufgebaut. Man trifft natürlich auch viele interessante Leute, lernt viele interessante Leute kennen, unter anderem natürlich auch Promis, das bleibt auch nicht aus. Ja, macht sehr viel Spaß hier.